Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Salon Dark, wo die Nacht recht friedlich verlief. So, naja, es ist sehr kalt. Trinken haben wir nicht mehr so viel, sehe ich gerade. Und allgemein sind wir hier am Gipfel der Trostlosigkeit, denn der Alex hat nämlich auch eine sehr sinnvolle Sache in den Kommentaren geschrieben. Und zwar, welchen Sinn macht es hier überhaupt noch quasi jetzt für den Charakter, wenn man in dieser Situation ist, zu überleben? Weil wenn man mal guckt, wir haben 253 Tage überlebt. Wir kommen an einem Ort an, in dem ein Flugzeug abgestürzt ist. Die ganzen Flugzeugwrackteile liegen zerstreut überall im Tal. Hier das zerstörte Heckteil, Leichen überall im gesamten Gebiet von The Long Dark. Überall sind Tote, überall lauern Gefahren, die elende Kälte, die ganzen Anstrengungen. Wofür eigentlich? Wofür macht man das? Wenn man selber in dieser Situation wäre, würde es noch Sinn machen, weiter zu leben zu wollen? Das ist ein interessanter Aspekt, eine interessante Frage. Da würde ich die Frage dann auch gleich weiterreichen an euch. Wie würdet ihr in so einer Situation umgehen? Würdet ihr lieber den Freitod wählen durch das Gewehr, durch die Klippe oder sonstiges? Oder würdet ihr weiterleben wollen, die Hoffnung nicht aufgeben, nach über 250 Tagen keine Menschenseele zu sehen? Nur Zerstörung, nur Tod, nur Einsamkeit, kein zum Reden, keine Kommunikation mit irgendjemandem und ständig die Gefahr zu sterben. Wie wäre eure Entscheidung? Wirklich nicht einfach, das muss ich sagen. Ich wüsste es nicht, wenn ich ehrlich bin, wie ich da reagieren sollte, könnte oder was weiß ich. Jetzt jedenfalls im Spiel hier geben wir natürlich hier nicht auf. Wir wollen natürlich weitermachen, weil das hätte ja sonst zur Folge, dass The Long Dark nicht mehr kommen würde auf meinen Kanal. Und das wollen wir ja nicht. Also hier sind wir voller Hoffnung und werden jetzt erstmal nähen. Wasser ist ganz gut. Jetzt sagt mir nicht, ich habe kein Nähset hier oben. Oh Gott, hier haben wir auch noch Essen. Ist doch nicht dein Ernst, dass ich hier kein Nähset habe, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich gucke jetzt noch mal ganz gründlich nach. Hier haben wir nur lauter Essen, lauter Klamotten und sonstigen Krempel. Hier muss doch irgendwo ein Nähset sein. Das kann doch nicht mein Ernst sein, dass ich hier kein Nähset habe. Das ist nicht mein Ernst, oder? Shit. Das ist alles andere als gut. Das ist jetzt richtig schlecht. Extreme, was hast du da wieder gemacht? Kein Nähset hier oben. Aber wir haben ja noch eine Option. Wir haben die Kisten. Wir haben die Kisten. Pfirsiche, Altholz-Dosenöffner, jede Menge Krempel. Also findet man hier doppelt und dreifach Loot quasi.
Aber wir brauchen ein Nähset. Es sei denn, ich habe es jetzt wirklich mal wieder irgendwie übersehen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ein Kletterseil, Metallschrott. So, ich leg mal. Warte mal, das machen wir anders. Hier kommt die Holzecke wieder hin. Hier kann ich das Seil noch mit abschmeißen. Oh Mann, oh Mann. Wenn wir kein Nähset haben, das sieht dann schlecht aus. Absolut schlecht. Hatte ich echt an diesem Aspekt nicht gedacht, kein Nähset mitzunehmen. Verdammt. Ich glaube ja, dass wir da wirklich so ein Pech haben. Leer. Hier ist ein kaputter. Okay. Ja. Ich habe keine Ahnung. Verdammter Mist. Komm, hier nehmen wir mal alles raus. Weil das hier so irgendwie verbuggt ist. Kann doch nicht sein, Extreme. Kein Nähset. Da liegt Altholz drin. Konnte man gerade dadurch sehen. Aber naja, kommen wir irgendwie nicht dran. Ich kann ja doppelt und dreifach gucken, aber beim Nähset habe ich ja trotzdem nicht. Alles habe ich, aber kein Nähset. Wie sieht's aus, wenn ich das kaputt mache? Bringt uns trotzdem kein E-Set. So ein verdammter Mist. Absolut dumm gelaufen. Alles haben wir hier. Nur nicht das, was wir wirklich brauchen. Tja, das ist bitter. Ich habe auch gar kein Angelzeug hier. Damit könnte ich ja auch beispielsweise nähen. Aber selbst das habe ich nicht. Tja. Vor lauter Frust erstmal Pfirsiche essen. Direkt nochmal. Absolute Pfirsich-Frustration. Schade, schade. Macht das Ganze noch ein bisschen komplizierter. Na komm, essen wir Erdnussbutter. Und trinken uns auch was. So ein Mist. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass jetzt sowas Lächerliches im Endeffekt fehlt. Na komm, packen wir das Holz hier noch hin. Und ich habe mir gedacht, gut, es ist kalt, dann kann ich jetzt wenigstens mal die Sachen nähen. Doch so was Simples habe ich jetzt nicht da. Das kann ich jetzt auch erstmal mit ablegen. Tja. Gut, ein paar Sachen könnte ich jetzt anziehen, die sind dann doch besser. Wenn ich jetzt hier mal schaue. Mütze, habe ich die? Dann nehme ich lieber die hier.
Schal habe ich das. Hier diese Sachen, die kann ich mal zerlegen und hoffen, dass das Wetter mal besser wird. Sollte es doch mal hoffentlich. Aber das Wetter scheint wohl heute ein kompletter Miesmacher zu sein. Alles ein bisschen unschön. So, das Wetter wird jetzt doch besser. Nein, die wollte ich nicht anziehen. Wo ist denn jetzt hier? Da, Lederhose ziehen wir natürlich an. Ja, die anderen Sachen, ich lege die jetzt erstmal mit da rein. Ist natürlich ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ich war jetzt gerade verwirrt wegen der Unterwäsche. So. Das noch. Haben wir alles an, was wir anhaben sollten? Ja, sieht so aus. Ja. Oder? Ja, gut. Ich dachte gerade, ich hätte den Wolfspelzmantel übersehen. Das ärgert mich jetzt. Das kann doch echt nicht wahr sein. Kein verdammtes Nähset. Ich weiß gar nicht. Ich laufe hier immer mit dem Gewehr rum. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt irgendwelche Gefahren gibt. So, wir machen jetzt mal ein bisschen hier eine Erkundungstour, sage ich mal, auf dem Gipfel. Denn alle Aspekte, weiß ich gar nicht, haben wir sie gesehen oder nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Deswegen schauen wir mal. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas. Ich glaube aber kaum, dass ich hier noch irgendwo ein Nähset finde. Das ist einfach zu unwahrscheinlich. Mann, Mann, Mann. Mal sehen, was dieser Gipfel noch so bietet. Ich kann... benötigt nur die Materialien. Aber ich habe jetzt, glaube ich, noch... Genau, Nähset wird benötigt. Ich dachte gerade schon. Wäre ein bisschen komisch, hätte das jetzt so funktioniert. Ja, sowas Einfaches wie Nähset. Das wär's doch jetzt. Hier haben wir die Höhle mit dem Fremden. Da war aber, lag jetzt nichts mehr, ne? Ich hatte, glaube ich, alles mitgenommen. Nichts mehr. Dann schauen wir uns hier mal weiter um. Was man hier noch finden könnte. Tja, das ist ja ein Grund, um wieder runter zu klettern. Wie gesagt, zu klettern nicht zu fein. Hier geht es wohl nirgendwo hin. Dann schauen wir mal weiter. Zähneknirschend nehme ich es hin. Andere Wahl habe ich auch nicht. Momentan. Gut, runterklettern wäre eine Option. Zumal, wir haben ja da, wie gesagt, noch die zwei Seile, die wir mal überprüfen könnten, wohin diese dann führen. Das ist natürlich auch noch eine Option. Vielleicht finden wir ja dort einen Container, wo dann Nähkram ist. Kann alles sein, muss aber nicht. Ich gehe in diesem Falle mal einfach vom Negativen aus. Weil dann ist die Enttäuschung auch nicht so groß. Aber ein Vorteil hätte es, wenn wir einmal runtergehen und nochmal sinnvolle Sachen runterbringen. Dann hätten wir im Endeffekt später einmal weniger laufen.
wenn man es natürlich von dieser Seite betrachtet. Naja, fraglich. Hier haben wir gar nichts. Okay, da kommen wir eh nicht hoch. Sage ich jetzt einfach mal, weil wir sind ja schon auf dem Gipfel. Ich glaube wohl kaum, dass wir da noch höher können. Ist eher unwahrscheinlich. Die linke Seite hinten haben wir abgecheckt. Jetzt gucken wir mal bei der rechten Seite, ob hier vielleicht noch irgendetwas ist. Dann wissen wir zumindest, hier oben brauchen wir schon mal kein Gewehr. Wenn wir dann sehen, es ist gar kein Wolf hier oder so. Dann kann ich mich ja frei bewegen, aber es wäre auch ein bisschen unwahrscheinlich und sehr unlogisch, wenn hier oben ein Wolf ist. Weil wie soll erstens der Wolf hier hochgekommen sein und zweitens, wie soll ein Wolf hier überleben können? Hat er ja gar nichts. Von daher ist dieser Aspekt ja auch sehr unlogisch. Hier haben wir wohl auch nichts. Ja, dann haben wir nur die Wahl, nochmal runter zu klettern. Zumindest erstmal diese zwei Seile. Um zu schauen, was wir dort machen können. Das hatte ich aber jetzt echt nicht mehr auf dem Schirm, dass wir hier oben nichts haben. Also kein Nächstset haben. So was Simples, aber doch Wichtiges im Endeffekt. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier alles abgesucht. Friedlich ist es hier. Das ist nicht das Problem. Ja. Dumm gelaufen. Absolut dumm gelaufen. Gut. Das legen wir mal ab. Hier können wir noch mal Kram. Na, wo ist es denn jetzt? Hier abschmeißen. Hier brauchen wir die Sachen, die wir dabei haben, brauchen wir. Gewehr bräuchte ich hier oben jetzt nicht, aber wenn ich denn runtergehen würde, wäre es natürlich schon sinnvoll. Ja, was kann ich machen? Wir sind auch gut erschöpft. Ich kann auf jeden Fall mal noch ein Feuer machen und vor allem mal ein bisschen Wasser vorrätig abkochen. Ja, durch das ganze Kistenhauen jetzt haben wir auch gut Zeit verplempert. Weil der Tag bietet nicht mehr so viele Stunden. Zwei, um genau zu sein. Und erschöpft sind wir auch. Gut, dann gucke ich jetzt mal, dass ich jetzt alles koche, was wir so haben. Hier haben wir nichts. Hier haben wir noch was drinnen. Aber nicht zum Kochen. Das hier kann ich mal mitnehmen. Habe ich jetzt gut. Ja. Hier war nichts. Hier haben wir noch diesen Krempel. Hier war gar nichts mehr. Ich sollte vielleicht auch mal alles einfach vorne in die Container packen, oder? Um das einfach mal übersichtlicher zu halten, mache ich jetzt auch mal. Weil ich habe das hier alles so kreuz und quer rumliegen. Das macht es dann, glaube ich, noch mal ein bisschen einfacher, wenn ich alles an einem Ort habe. Klar, ist jetzt hier nicht so weitläufig, dass ich jetzt 500 Meter laufen muss, um zu gucken, aber ich mag es dann doch ganz gerne übersichtlicher haben. Hier haben wir noch ein Gewehr und vor allem Essen, was gekocht werden muss. Und hier ist auch noch sämtlicher Krempel drin. Gut, dann packen wir hier mal Sachen mit rein. Wenn es denn überhaupt passt, wird wahrscheinlich nicht alles passen. Eine Säge bräuchte ich dann auch. Das passt schon gar nicht mehr.
Genau, die Säge brauchen wir dann definitiv. Hier kann man mehr von ablegen. Messer brauchen wir nur eins. Die Hammer brauchen wir jetzt gar nicht. Das kann auch noch mal mit da rein. Gut, gekocht werden muss aber jetzt. Das muss definitiv. Ich wollte eigentlich sagen, ich packe das ganze Essen mal zusammen, aber ich sehe gerade, hier ist auch schon wieder so viel drin. Das ist doch doof. Alles ist eigentlich perfekt, bis auf das nächste Set. Das ärgert mich gerade tierisch. Hier, die schlechten Sachen nehme ich mal mit, da muss ich die Sachen mal austauschen. Hier hatte ich schon geguckt. Gut, dann. Hier war ja jetzt eh Essen drin, dann packen wir hier mal schlecht, also gute Sachen packen wir mal weg. Na gut, sagen wir mal ab 80. Ab 80 soll gut sein. Die schlechteren nehme ich mit, die müssen ja auch verzehrt werden. War jetzt hier eigentlich noch Kaffee drin? Oder hatte ich Kaffee jetzt in den anderen Behälter reingetan? Ich habe hier alles so durcheinander, also Ordnung machen muss ich hier definitiv noch. Allein schon haben wir hier Hagebutten, hinten waren noch Hagebutten und auch Lackperlinge, ne, habe ich gesehen. Ordnung ist gerade irgendwie gar nicht hier drin im Chaos. So, jetzt nehmen wir hier nochmal Hagebutten und Lackperlinge mit. Dann können wir das nämlich auch direkt mal verkochen. Da bin ich halbwegs zufrieden. Zumindest haben wir da hinten nichts mehr rumlungern. Gut, ich werde jetzt noch mal ein Feuer machen. Was brennt? Ach so. Das erklärt es natürlich. Ich habe mir gerade gedacht, was will der von mir? Aber klar. Ach so, ich kann sogar hier Feuer machen. Ja gut. Dann mache ich sogar hier ein Feuer. So, ich werde jetzt mal alles verkochen, werde die Nacht mal wieder hier verbringen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir runterklettern und eines der Seile schon mal überprüfen. Und wenn euch diese Folge bis hierhin gefallen hat, trotz meines, ja, idiotischen Verhaltens mit dem Nähset, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Seid auch beim nächsten Mal dabei und bis dahin. Tschüss.